Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuen Ausgabe von Magazin hier auf KM1 TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder ganz vorne mit dabei, wenn sich alles um das Thema Train, Track und Talk handelt. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich auf ein neues Andreas Krug von KM1. Hallo Caroline. Und auch dich, lieber Hagen. Hallo. Schön, dass du unserer trauten Runde wieder beiwohnst. Ja, gerne. Gehört doch dazu. Das stimmt allerdings. Andreas, ein kleiner Rückblick. 20 Jahre KM1. Mhm. Was gibt es dazu zu sagen? Bestimmt viel. Ja, viel. Es ist viel passiert. Es war ein anstrengendes und sehr schönes Jahr letztes Jahr, dieses 20-jährige Jubiläum. Wir hatten da ja auch unsere Jubiläumsveranstaltung. Und dann auch die Hausmesse, auch wenn es die ordentlich verschneit hat. Ja, da gab es, glaube ich, 30 cm Neuschnee. Aber es war sehr, sehr schön. Und wir konnten auch letztes Jahr einen Lieferrekord tatsächlich aufstellen mit 12 Modellneuheiten, 12 A-Neuheiten, die wir letztes Jahr ausgeliefert haben. Das ist im Durchschnitt jeden Monat ein neues Modell in Spurweiten 0 und 1. Und das ist schon außerordentlich. Ich denke, das Jahr wird es ähnlich werden. Also so die Prognosen sind zumindest nicht schlechter für 2024, auch was die Lieferdichte angeht und die Projekte, die da rauskommen. Und von dem her haben wir ja dieses Jahr Lieferjubiläum, wenn man das so will. 2004 hat man mit der Baureihe 41 die erste Lokomotive ausgeliefert. Und so haben wir dieses Jahr auch noch ein bisschen 20-Jähriges. Ne? Also es geht ein bisschen weiter. Aber die Hauptfeierlichkeiten sind vollendet und waren schön. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht. Ja, danke, danke. Traditionellerweise ist zu Beginn des Jahres ja die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja. KM1 war leider nicht mit dabei, aber du warst vor Ort, Hagen. Erzähl ein bisschen was. Ja, ich war dort als YouTuber, um das mal so auszudrücken. Die Messe hat sich ein ganz klein wenig verändert vom Termin her. Ursprünglich begann sie am Mittwoch, dieses Mal schon am Dienstag, ging bis Samstag. Und Samstag war in der Halle 4a für das normale Publikum geöffnet. Mhm. Nürnberg ist eine Fachmesse und man hat, glaube ich, letztes Jahr schon begonnen und dieses Jahr wieder. Und es war unheimlich voll. Also es kamen sehr, sehr viele Leute, die sich die Möglichkeit nicht haben nehmen lassen, nach Nürnberg zu kommen, in die Halle 4a, in die Modellbahnhalle, die natürlich jetzt von auch mit vielen Autos oder sonstigen Produkten aufgefüllt worden ist. Aber es war eine schöne Stimmung. Es waren von den Händlern, nicht von den Händlern, von den Herstellern, mehr da als im vergangenen Jahr. Und das ist für mich auch so eine Hoffnung, dass es vielleicht im nächsten Jahr wieder ein paar mehr werden, weil Nürnberg ist Nürnberg. Nürnberg ist so ein Treff der Szene und Nürnberg ist auch die Möglichkeit, sich einfach auszutauschen. Und ich bin einer, der nie vorher die Kataloge wälzt, beziehungsweise die Neuheitenblätter, sondern ich lasse mich immer in Nürnberg auf der Messe überraschen, was es von den einzelnen Herstellern Neues gibt. Und dieses Mal hatte ich halt die Möglichkeit, quasi 5 Tage darüber zu berichten auf meinem YouTube-Kanal. Es hat mir riesig Freude gemacht und ja, das ist einfach ein Termin, der für mich seit, ich glaube, 82 war das erste Mal überhaupt in Nürnberg, mit 2 Ausnahmen immer. Und Eisenbahnromantik hat zum ersten Mal, ich glaube, 93 oder 94 von der Spielwarenmesse berichtet, bis heute. Wobei heute die Filme ein bisschen anders aussehen. Seit Corona ist das Filmteam dann nicht mehr auf der Nürnberger Spielwarenmesse, sondern es geht zu den einzelnen Firmen hin, um dann dort zu filmen. Aber es gibt natürlich dann einen Neuheitenfilm. Der wurde schon ausgestrahlt in der vergangenen Woche, aber es gibt ihn natürlich in der Mediathek, in der Art-Mediathek anzuschauen oder rauszuholen. So, das heißt, alle, die nicht da waren, schauen sich einfach die Neuheitensendung in der ARD-Mediathek an oder gehen schlicht und ergreifend auf deinen YouTube-Kanal. Oder so, ja. Genau. Geben einfach Hagen von Ortloff ein, oder? Reicht. Ganz easy. Hagen reicht schon. Easy peasy. Andreas, in der letzten Sendung haben wir auch über die Neuheiten wieder gesprochen, ja. Was angekündigt wird für 2024 an neuen Modellen. Mhm. Was davon ist jetzt quasi fix fertig in den Startlöchern? Zu diesem klassischen Spielwarenmessetermin, und ich möchte da vielleicht noch ergänzen, Hagen, weil das war für uns immer so das Wichtige, einfach der Branchentreff, dieser Austausch, der stattfindet mit den Firmen, die Kooperationen, die da initiiert werden, auch auf der Spielwarenmesse, das war eigentlich schon immer eine schöne Geschichte. Ja. Und zu diesem klassischen Termin haben auch wir Neuheiten bekommen, wieder tatsächlich neue Handmuster, 2 von denen sehen wir jetzt hier.
Zum einen hier unseren 90 Tonnen Arteldampfkranenprojekt, das schon viele, viele Jahre angekündigt war und jetzt endlich Wirklichkeit wird und dieses Jahr geliefert werden kann. Von mir ein Herzensprojekt. Wie gesagt, ich hatte das schon als Kind mal so in H0 von Fleischmann und für mich war es immer so einer der Lieblingszüge eigentlich, einer der Lieblingsmodelle und es ist dann immer sorgfältig wieder in die Originalverpackung reingekommen, wenn man damit gespielt hat. Und so hat man eine emotionale Verbindung auch zum Vorbild natürlich, das leider nicht mehr existiert und natürlich auch zu dem Modell und jetzt muss es eben auch in Spur 1 kommen und es ist ja prächtig und durchaus beeindruckend, so einen großen Dampfkran, der im Modell übrigens auch alle Funktionen hat, die das Original hatte. Also wir können und auch selber fährt. Selber fährt, eine Selbstfahrfunktion sogar. Wir haben natürlich Sound drin, einen Rauchentwickler drin. Wir können alle Haken bewegen, beide Hilfshaken und den Haupthaken, den Arm heben und senken und drehen. Stützausleger funktionieren natürlich. Die Fahrwerksbeleuchtung, die er drin hat, ist schaltbar. Die Maschinenraumbeleuchtung. Und also das ist wirklich ein Schmuckstück und wird sehr, sehr viel Spaß machen. Und bietet eigentlich, muss man sagen, obwohl es so ein Großmodell ist, auch Spielspaß auf der kleinsten Anlage. Denn ich muss ja nicht unbedingt Strecken fahren damit, sondern ich kann ja die Baustelle spielen. Mhm. Ich kann ja wirklich auch ein kleines Diorama nur bauen. Erst im Regal. Im Regal im Prinzip, ja. Eine Regalanlage machen, die diesen Kran in Szene setzt. Und auch von dem Blickwinkel her ist es natürlich ein spezielles Modell mit neuen Möglichkeiten, so wie letztes Jahr schon unser 57 Tonnen Arteldampfkran, den wir letztes Jahr schon geliefert haben. Aber nicht nur für die Spur 1 haben wir ein neues Handmuster und eine Neuheit da, sondern eben auch für die Spur 0. Der steht da drüben, die Baureihe 91. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Modell, eine tolle Lokomotive und ein gutes Vorbild, auch vom Einsatzgebiet her und vom Einsatzzeitraum. Wir hatten die Baureihe 91 bereits letztes Jahr in Spur 1 gebaut und geliefert und jetzt dieses Jahr im zweiten Quartal schon kommt sie dann auch in Spur 0 auf die Anlagen und hat natürlich auch alle Funktionen und auch alle Details. Das sind sogar vorne die Führerhausfenster sind drehbar ausgeführt. Also das sind schon so Details und so Dinge, wo Zungenschnalzer sind. Ja. Sag ich jetzt mal, ja. Also da muss ich ja auch sagen, ich finde das unglaublich faszinierend, diese Detailarbeit, auch wenn du das jetzt gerade nochmal erwähnt hast mit diesen Führerfenstern zum Drehen und wenn man auch seitlich reinschaut, diese filigrane Arbeit. Wie ist es denn für dich, Hagen, so ein kleines Schätzchen in der Hand zu halten? Geht mir genauso, ja. Ich sage ja, das ist einfach ein technisches Kunstwerk. Ich finde das wirklich großartig und man könnte sagen, man könnte sich in so eine Lok verlieben. Verständlich. Ja. Absolut nachvollziehbar. Das ist übrigens auch eigentlich der Unterschied, ja. Je größer die Spurweite wird, desto beeindruckender wirkt das Einzelmodell. Mhm. Das ist schon so ein Trend, den man feststellen kann. Ne? Mir ging es ja früher auch so. Als H0er, man hat, weiß ich nicht, wie viele Lokomotiven gehabt und wie viele davon waren in der Schachtel und sind nie gefahren. Ne? Weil man immer noch die Anlage geplant hat, die man eigentlich haben wollte. Und so in Spur 1, in Spur 0, da wirkt das Einzelstück auch schon sehr, sehr schön und authentisch und macht schon Spaß, ohne dass man jetzt gleich quadratmeterweise große Anlagen bauen muss. Was man natürlich trotzdem kann, ist ja logisch. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese wunderschöne Lok auch im neuen Katalog zu finden sein wird. Die ist im neuen Katalog zu finden, der schon im Druck ist und jetzt am kommenden Wochenende zur Spur 0 und 1 Messe und Spur 0 und 1 Tage in Gießen. Also dann Punktlandung. Punktlandung. dann publiziert wird und veröffentlicht wird und zur Verfügung steht. Es sind 308 Innenseiten, ja, plus Umschlag. Und wir also ein kleiner Katalog. Ein kleiner Katalog. Wir haben es also wirklich auch noch versucht zu reduzieren, nur auf Fahrzeuge. Es wird dann also noch separat zu einem anderen Termin in diesem Jahr, zu dem wir, denke ich, noch später kommen werden, einen Zubehörkatalog dann geben, wo dann auch für die Spur 0, 1 und 2 das Zubehör nochmal separat präsentiert wird. Aber dieser Fahrzeugkatalog wird also am kommenden Wochenende erstmals ausgegeben in Gießen auf der Messe. Und da sind natürlich auch die Modelle erstmals mit dabei, in der Öffentlichkeit zu sehen und auch im Betrieb. Wir haben da drei so kleine Module gemacht mit Gleisen drauf, dass man es auch tatsächlich im Betrieb und fahren vorstellen kann. Und der Katalog ist
war ein irrer Aufwand und es hat immer länger gedauert, weil unter anderem natürlich jetzt auch Fotos von diesen Modellen drin sind, die ja jetzt erst Ende Januar zu uns nach Lauingen kamen. Die Fotos muss man machen, da muss man dann gucken, dass man die bearbeitet und dass alles fertig wird und druckfähig ist und so weiter. Es ist ein großer Aufwand und wir haben uns Mühe gegeben, weil es ja eigentlich der Katalog auch zum 20-jährigen Jubiläum ist und war, dass man möglichst von allen Lokomotiven, die wir angekündigt haben oder mal gebaut haben schon, die aber noch nicht in einem Katalog abgebildet waren, dass wir zur Dokumentation da die ganzen Varianten auch abbilden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur zwei Seiten, wir bauen jetzt die Lokomotive Baureihe 44 und die schaut so aus und so wird das Modell sein, sondern es gibt dann noch Zusatzseiten mit Seitenansichten, dass man die Unterschiede auch mal nachvollziehen kann. Das war ein Wunsch auch vieler Kunden und auch unsere Händler natürlich, die teilweise ja Modelle noch am Lager haben, auch wenn sie ab Werk bei KM1 schon ausverkauft sind, so als Verkaufshilfe, damit sie den Kunden zeigen können, wie sieht es denn aus, was könnt ihr denn da erwarten, wenn ihr euch für eine bestimmte Version entscheidet. Also auch das haben wir jetzt noch zusätzlich mit aufgenommen und darum ist der sehr umfangreich geworden. Und er kommt später, als du ursprünglich wolltest. Also ich kann mich daran erinnern, du wolltest es, glaube ich, zur Hausmesse schon fertig haben oder sowas. Ja. Wie ist denn dann so die Deadline oder wer legt die dann fest oder warum jetzt, war Gießen jetzt der Grund, dass du sagst, und jetzt will man es herausbringen, weil du hättest ja auch sagen können, nee, Großbahntage können wir ja auch machen oder so. Ja, ja. Irgendwo muss ja dann ein Punkt oder... Naja, zum einen hatten wir ja eigentlich im Visier dieses Jubiläumsjahr 2023, dass da der Katalog dann tatsächlich auch schon erscheint. Aber man muss natürlich auch vernünftig bleiben. Es passiert sehr schnell, dass man dann unter Termindruck bestimmte Dinge dann übergeht und sagt, okay, das machen wir jetzt halt nicht mehr in der letzten Konsequenz oder die Ansichten, da fehlen halt jetzt zwei, die fotografieren wir jetzt nicht mehr extra. Aber den Weg sind wir tatsächlich gegangen, also den aufwendigeren Weg. Und wir hatten natürlich auch in der Zeit zur Hausmesse letztes Jahr im Dezember, wo traditionell vor Weihnachten halt auch viel zu tun ist immer, ja, in der Modellbahnbranche. Und jetzt eben auch Anfang Januar eben die neuen Handmuster. Und da wäre es schade, wenn man vor der Klotür und Hose macht. Ne? Also da haben wir dann gesagt, na gut, dann die Modelle, wenn sie schon da sind, licht mal eben ab und zeigen es den Kunden eben nicht nur mit einer Zeichnung, mit einer 3D-Konstruktion, sondern tatsächlich schon das echte Modell. Das hat ja auch eine ganz andere Anmutungsqualität, wenn man solche Bilder sieht. Und jetzt war halt für uns dieser Termin nach der Spielwarenmesse, wo wir ja auch für Eisenbahnromantik und für andere Publikationen mitgewirkt haben mit unseren Neuheiten. Da konnte man ja nicht nur auf uns schauen. So, die brauchten auch Daten, die brauchten auch Filmaufnahmen und sonst was alles, haben wir eben diesen Zeitraum genommen und gesagt, so bis zur Messe Gießen wollen wir es jetzt tatsächlich, das ist die erste offizielle Messe, die wir dieses Jahr machen, wollen wir tatsächlich den Katalog unseren Kunden auch in die Hände geben. Und deswegen, irgendwann muss man ja mal einen Abschluss, weil es kommen ja bei 12 Projekten im Jahr, die wir ausliefern, kommt ja ständig irgendwas, was neu kommt, wo man dann wieder reinpacken könnte. Das passiert dann im nächsten Katalog. Ja. Und ich erinnere mich, aber korrigiere mich gerne, dass dieser Katalog ja auch die Besonderheit mit sich bringt, dass dort Modelle abgelichtet sind, die man bei euch gar nicht mehr bestellen kann. Ja, das ist richtig. Einfach aus den Gründen, weil manche Händler teilweise Secondhand oder eben auch noch am Lager Modelle haben, die halt ab Werk schon vergriffen sind. Ja, das bedeutet ja nicht, wenn es auf unserer Homepage heißt ausverkauft, dass es weltweit so ein Modell nicht mehr zu haben ist. Wir haben über 300 Fachhändler weltweit, die unsere Produkte vertreiben. Irgendwo mag es liegen. Ja. Und es gibt immer Kunden, die sich natürlich auch nach 2 und 3 Jahren noch für ein Modell interessieren, was schon früher mal rauskam. Und die brauchen ja auch Informationen. Da war also die Maxime, wenn bisher ein Modell nicht als Modell in einem unserer offiziellen Kataloge abgebildet war, haben wir es jetzt in den Hauptkatalog zur Dokumentation nochmal aufgenommen. Das war die Regel. Also alles, was nur mit Vorbildfotos oder mit Zeichnungen drin war, aber zwischenzeitlich schon ausgeliefert wurde, haben wir einfach jetzt nochmal mit Modellbildern eben aufgenommen, um hier nicht nur jetzt, ich sag mal, zur Verkaufsförderung einen Katalog zu haben, sondern einfach auch für unsere Kunden so eine Art Nachschlagewerk, wo sie einfach mal schauen können. Und es ist auch eine Timeline drin auf den ersten Seiten von 2023 bis 2000, jetzt eigentlich muss man sagen, fast schon Anfang 24 haben wir jetzt eben noch mit dazu gemacht, was bisher tatsächlich alles ausgeliefert wurde. Und welches Modell wann kam, in welcher Serie und so weiter, 2003. Was dann neu war.
Ab 2000. Ab 2003, ja. Mhm. 2003 bis 2023, sodass man hier auch mal eine Timeline hat und mal nachgucken kann, in welchen Jahren kamen denn welche Modelle raus. Das ist ja auch mal schön, dass man so eine Übersicht hat und da mal durchschmücken und schöne Dokumentation. Und es kamen ja immer wieder auch Innovationen, ja, die mit dem Modell stattgefunden haben, wo wir neue Techniken eingeführt haben oder neue Details oder neuen Standard definiert haben. Also auch das kann man da ein bisschen nachlesen. Ist alles Teil von dem schönen großen Hauptkatalog Fahrzeuge für Spur 0, 1 und 2. Hagen, bist du auch jemand, der immer solche Kataloge mit den Neuheiten durchblättert? Jein. Also ich war einer, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, auf der Nürnberger Spielwarenmesse bist und du hast dann so einen Berg an Katalogen, die blätterst du nicht mehr alle durch. Weil ach nee, machst einfach, du keine Nachtschichten? Doch, ich blätter sie auch nachts durch. Nein, aber das ist dann so viel, ich muss dann einfach mich ein bisschen auf das konzentrieren, was ich dann selber auch veröffentliche. Aber es gibt natürlich Kataloge, die ich mir in aller Ruhe angucke und ja, manchmal gerne gucke ich auch in alte Kataloge rein. Also ich bin also beispielsweise Märklinist 50er Jahre und dass ich den Katalog von 1954, meinen allerersten, durchaus auch ein zweites und drittes Mal angeschaut habe. Das ist wirklich so. Und Wahnsinn, du hast den noch? Wieder da, dem Internet sei Dank. Aha. Also der ist damals, wie so vieles halt, dann irgendwann weggeworfen worden, weil er zerflattert war. Ja? Ja. Weil du hast ja alles angeguckt. Ich habe die Lok, die ich damals hatte, mit der bin ich ins Bett gegangen. Ja? Also die lag unter meinem Kopfkissen. Und den Katalog hast du halt dann wirklich durchgeblättert. Also mein Freund Rebelutz, der hat einen Katalog von 1958, da hat er alles genau notiert. Die Lok habe ich, die will ich noch, die, also alles da drin. Und diesen Katalog hat er noch, ja. Also das ist so ein echtes, sagen wir mal, Zeit- und Persönlichkeitsdokument und sowas. Und ich sehe den von 54 halt als meinen von damals an. Und da sind immer noch die Träume drin, die ich damals hatte. Das ist so ein Eintauchen in die Vergangenheit. Die Gefühle werden wieder lebendig, die Freude daran. Und ich versuche natürlich dann auch auf Ausstellungen, auf die wir auch gehen, diese Freude den Besuchern weiterzugeben. Also, dass ich sage, hier, das war mein erster Zug, der dann die Kreise dreht. Oder ich habe halt irgendwelche Spielsachen auszustellen, die gar nicht mehr so bekannt sind oder die halt, ja, sagen wir, weil sie aus den späten 50er Jahre kamen und relativ teuer damals waren, auch gar nicht so eine hohe Auflage hatten. Und sowas versuche ich den Leuten zu zeigen, weil ich merke es, und das wirst du mir zustimmen, auf den Messen, du siehst so viele strahlende Gesichter, da ist so viel Freude. Und ich versuche, diese Freude, sagen wir mal, auch weiterzugeben, meine Freude an die anderen weiterzugeben und zu zeigen, dass die Begeisterung für das Thema Eisenbahn oder Modelleisenbahn etwas Verbindendes ist. Mhm. Ja, also Leute, die im normalen Leben vielleicht gar nicht so sehr miteinander reden würden, aber die sehen diese Lok und sagen, ist die nicht großartig? Ja? Ja. Und da wir in unserer Gesellschaft so viel trennende Elemente haben, ja, ist so etwas Verbindendes etwas so Wichtiges und das versuche ich zu unterstützen. Und ich habe meine Freude auch, vielleicht merkt man es auch, ich habe meine Freude da dran, aber nur am Rande. Und was natürlich auch ist, so ein Katalog funktioniert natürlich auch, wenn man kein Netz hat. Ne? Ja. Also der funktioniert dann auch mal abends im Bett oder sonst wie und man nimmt dann doch irgendwie Eindrücke auf. Und so, ich denke, so ein Printmedium wie ein Katalog kann einfach auch über viele, viele Jahre, ich habe auch noch alte Kataloge auch von uns im Vorfeld mal durchgeschaut und auch von anderen Marken und so, da kommen natürlich Erinnerungen. Ja, klar. Und die riechen auch ein bisschen anders schon. Richtig. Das Papier altert und so. Das ist eine gewisse Nostalgie, die sich auch einstellt. Und deswegen war es eben uns auch wichtig, dass wir so ein Dokument machen, nicht bloß ein Verkaufsprospekt, was ein Katalog sonst auch gern mal ist, sondern es sind auch ein paar schöne großflächige Bilder drin. Und weißt du, so da, einfach wo diese Situation, in der man als Modellbauer ist und Modellbahner ist auch, dass die einfach mal so sich vor einem ausbreitet und man da einfach mal eintauchen kann in so eine schöne Szene. Ja. Das macht schon auch einen guten Katalog aus, finde ich. Gell? Ja. Und gerade bei den Alten, das ist natürlich nostalgisch. Und dann guckt man da rein, da hat man Erinnerung, Mensch, ich kann heute noch sagen, in meiner Kindheit, welche Lok ich mir immer gewünscht habe. Ja. Ja? Und welche ich dann tatsächlich bekommen habe und so. Da hat sich natürlich Dramen abgespielt. Wunschrealität. Auch schöne Geschichten. Ne? Ja. Und man denkt da einfach sehr, sehr gern zurück. Und ich denke, so einen Katalog, den kann man einfach auch noch
in 50 Jahren irgendwie wieder aus dem Regal rausziehen, ob das mit einer CD-ROM noch funktioniert oder das wissen wir alle nicht wirklich, gell? Und insofern, glaube ich, hat man schon eine tolle Möglichkeit damit. Ja. Ja. Absolut. Ostern steht vor der Tür. Oftmals gibt es von unterschiedlichen Unternehmen besondere Osterangebote. Gibt es auch welche von Karl Marx? Ja, in der Tat. Ganz und frech gefragt. Ja, es ist ja so, dass gerade diese Messe in Gießen, diese 01-Tage, jetzt eine Woche vor Ostern beginnen. Und wir haben jetzt ab kommenden Wochenende, also mit dem Messewochenende beginnend, bis zum Ostersonntag tatsächlich auch ein paar Osterangebote. Wir haben noch einzelne Fahrzeuge da am Lager. Lokomotiven und Waggons in Spur 0 und in Spur 1. Weiß gar nicht, ob in 2 auch noch was da ist. Und da haben wir jetzt das gemacht, was unsere Druckerei uns auch gemacht hat mit dem Katalog. Die haben uns nämlich in der Zeit einen Rabattcoupon geschickt für 2024 über 20,24%. Und dann haben gesagt, das machen wir jetzt zu Ostern eine Woche lang auch für unsere Kunden. Also alles, was sofort verfügbar ist am Lager, an Fahrzeugen, an der Lagerliste, kann man mit tatsächlich 20,24%. Das ist schon Hausnummer. Das ist Hausnummer und bei einer Lok, die 3.500 Euro kostet, sind das über 700 Euro ein Nachlass. Das ist schon was, also da kann man zugreifen. Wir haben aber auch für den Landschaftsbau zum Beispiel unser Grasflock wieder rabattiert. 50%. Wir haben teilweise auch in der Technik Platinen zur Steuerung von den Rauchentwicklern, um Rauchentwickler nachzurüsten in ältere Modelle, die noch keine haben, also radsynchrone Rauchentwickler, haben ein Angebot, sehr attraktiv, wo man es entweder sich als Ersatzteil ans Lager legen kann oder einfach auch mal ein Umbauprojekt starten von einem Modell. Also wir haben versucht, sowohl für den Landschaftsbau als auch für die Fahrzeugsammlungen, als auch für den technischen Modellbau ein paar Angebote zu formulieren und die sind dann auf unserer Homepage und ab der Messe in Gießen dann tatsächlich online und auch verfügbar, teilweise auch verfügbar am Stand bei uns und bestellbar bis 31. März, denn das ist dann Ostersonntag und dann ist es wieder vorbei, die Aktion. Das sind die KM1-Eier. Die Überraschungseier. Ja. Also liebe Zuschauer, ich würde sagen, da muss man einfach zugreifen. Also das finde ich super. Ja. Und ich finde es witzig, so 20,24%. Ne? Ja. 20,24, genau. Ja. Also, für 2024. Für Ostern 2024. Ja, und ganz großartig, jetzt haben wir ja auch den gelben Sessel veröffentlicht, als hätten wir ihn noch nie veröffentlicht. Aber dieses Mal zu Gast haben wir den Michael Lindner von RTS Greenkeeper. Ja, dieser gelbe Sessel ist jetzt auch auf unserer Mediathek, auf unserem YouTube-Kanal verfügbar. Da haben wir ja dieses Jahr einige Projekte mit RTS Greenkeeper zusammen. Zum einen diese Superung und diese Aufarbeitung dieser Buttenhagen-Anlage, dieser 1E-Anlage. Die dann so der Plan, man weiß immer nie, wie es läuft, aber so der Plan dann zum Großbahntreffen im Juni zum ersten Mal wieder vorgestellt werden soll in ihrer Vollkommenheit. Es erscheint eben da auch ein Bericht in der MIBA dazu und so ein Umbau- und Superungsbericht. Und wir haben natürlich mit Michael Lindner von RTS in Kooperation jetzt EPA, KM1 und RTS Greenkeeper dieses Jahr zum ersten Mal 3 Landschaftsbau- und Begrünungsseminare, die stattfinden werden jetzt. Das erste findet schon im Mai statt, das zweite im Juli und das dritte dann erst im Oktober. Die bauen aufeinander auf und bei diesen Seminaren werden maximal 20 Teilnehmer akzeptiert, weil man muss sich ja um jeden kümmern können. Gehen immer Samstag und Sonntag. Es gibt da dann untertags gute Verpflegung und bestimmt auch geselliges Beisammensein. Die Arbeitsmaterialien, die Werkzeuge und auch das Material, was wir brauchen zu diesem Bau eines Dioramas, das etwa so 1 Meter mal 50 oder 60 Zentimeter groß ist, wird dann schön von uns auch ein Rahmen dafür gelasert, damit es sauber ausschaut. Die sind alle dabei, diese Baumaterialien, und man kann dann wirklich einmal so unter Anleitung Erfahrung sammeln, wie baue ich denn wirklich ein schönes Schaustück. So dass wir dann im Oktober, wenn dann, ich glaube, 5. und 6. Oktober ist dann der letzte Kurs, dass wir da wirklich dann ein tolles Diorama, ein tolles Schaustück, ein Meisterstückchen, sein persönliches Meisterstück, dann mit nach Hause nehmen kann. Das ist so das Anliegen von uns. Auch das wird dieses Jahr eben stattfinden. Da wird auch bei dem gelben Sessel schon ein bisschen drauf verwiesen. Die Termine waren jetzt, muss man nochmal leicht verschieben. Es gab da noch Terminkonflikte, aber jetzt ist alles vereinbart und gut und klar und wir freuen uns schon sehr drauf, dass wir auch hier in Lauingen dann im E-Park viele Modellbauerinnen vielleicht auch und Modellbauer begrüßen können, denn
das habe ich auch schon festgestellt, oft sind ja die Männer so die Sammler von Fahrzeugen und die Techniker und die Damen des Hauses, wenn sie denn mit dabei sind in dem Hobby, die sorgen dafür, dass im Prinzip aus diesem Anlagenstück so eine Krippenszene wird. Ja. Sind oder die kreativen Puppenhaus, ja. Ja. Also so diese, wie zu Hause, diese, Frauen ja, wirklich so diese ein. Details und dass es lebensecht wirkt und ach, dann machen wir hier noch die Figur und hier noch die Szene und dann finde ich es toll, wenn das so klappt, ne, bei so einem Hobby und man sich da gegenseitig einbringt. Deswegen natürlich auch herzlich willkommen, ne, zu diesen Seminaren. Also es soll sich nicht nur auf männliche Kundschaft beziehen, um Gottes Willen. Ja. Apropos männliche Kundschaft, Hagen, wäre das für dich ein Seminar Begrünung? Oder hast du das wie ein Profi drauf? Guck mal, siehst du, das sind zwei linke Hände. ich kann einen Film über Begrünen machen. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Aber selber bin ich jetzt nicht der ganz große, herausragende Bastler. Und da ich aber noch, sagen wir mal, einen sehr, sehr vollen Terminplan habe, weil ich halt unterwegs bin, Filme zu machen, auf Veranstaltungen bin, auf Ausstellungen bin, auf Sonderfahrten bin. Du bist ja auch Influencer bin. Mittlerweile. Und Influencer bin. YouTube-Star. YouTube. habe ich einfach auch die Ruhe nicht. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich mal Zeit habe, ich habe schon mal ein oder zwei Seminare mitgemacht und es geht schon, ich kann es, aber ich brauche Ruhe dazu. Und wenn du die Ruhe nicht hast, wenn du genau weißt, Mensch, in 2 Stunden musst du fertig sein, weil da musst du jetzt da und da hin, dann wird's nichts, ja. Und das mache ich dann, wenn ich, sagen wir mal, ein bisschen älter bin und nicht mehr so viel unterwegs bin. Dann fange ich an zu bauen, ja. Aber momentan mache ich lieber Filme drüber. Gut, warten wir mal ab, bis es soweit ist. Anmelden kann man sich fürs Seminar per E-Mail, Anruf, Link. Wie funktioniert das? Ja, es gibt also einen Link auf unserer Homepage und wir haben dann auch Flyer dabei jetzt in Gießen. Da kann man sich anmelden natürlich, gell, und seine Teilnahme anmelden. Und die kosten ja auch was, also die Bauseminare, weil das Material und alles ja auch dabei ist. Es sind immer 2 Tage, die kosten dann das Wochenende 299 Euro. Wir haben es einfach fest. Es könnte sein, dass ein Kurs teurer ist und der andere wegen billiger. Im Prinzip der Quersubventionierung haben wir es jetzt einfach alle gleich gemacht, weil wir natürlich wollen und hoffen, dass die sich beim ersten anmelden, bis zum dritten durchhalten. Ja, und dass man wirklich dann nacheinander aufbauen kann. Und wir haben ja hier im E-Park, im Eventcenter auch tolle Möglichkeiten und tolle Räumlichkeiten, um solche Sachen wirklich professionell durchzuführen. Und da kann man sich dann, denke ich, auch wohlfühlen. Und die eben genau das machen, was Hagen gerade beschrieben hat, die Zeit und Muße finden, weil an dem Seminar untertags einfach in der Regel nichts mehr anderes wichtig ist und nichts mehr anderes ansteht, als sich nur auf modellbauerische Aspekte zu konzentrieren. Und wenn man dann hier und da mal einen Tipp bekommt und plötzlich merkt, oh, jetzt geht's besser, jetzt schaut es noch schöner aus, das ist doch ein tolles Erlebnis. Und ich denke, dieser Erfahrungsschatz, den man da sammeln kann, der sich aufbaut, den nimmt man mit nach Hause und kann man dann in einen noch schöneren Modellbau auch in den eigenen 4 Wänden umsetzen. Dafür ist es da. Und wir werden da auch von KM1 noch ein paar kleine Lasercut-Modelle machen, da so ein bisschen ein spezielles Zubehör haben, das dann alles mit dabei drin in dem Preis, damit man wirklich eine schöne Szenerie gestalten kann und das dann hinterher wirklich auch klasse einfach ausschaut und nicht, ich sag mal, so ein bisschen schwäbisch zusammengeschustert. Ihr hattet ja aber auch in Planung, selber nochmal Seminare anzubieten. Ne? Ja, das war ja eigentlich schon für letztes Jahr angedacht. Und zwar, wir sind jetzt auch wieder drauf gekommen, weil verschiedene Fachhändler und Techniker und Kunden danach gefragt haben. Für die Digitaltechnik, also für unsere Decoder, für unsere Soundbausteine, die wir haben, einfach hier mal, das sind dann auch kostenfreie Seminare natürlich, immer samstags finden die statt. Um den Kunden zu zeigen, was könnt ihr denn heute schon alles einstellen, wie könnt ihr das einstellen, wie könnt ihr das individualisieren und euer Modell noch optimaler auf eure Bedürfnisse tatsächlich programmieren und einstellen. Denn man kann ja heutzutage so gut wie alles erreichen, digital, was man geändert haben möchte. Ob ich eine schnellere Geschwindigkeit will oder das Licht heller oder dunkler oder der Sound, zum Beispiel bei unseren Lokomotiven, die diesen Mehrkanal-Sound haben, ne? Das heißt übrigens KM1, soweit ich weiß, bis heute der einzigste, der das in Serie liefert. Also ein Mehrkanal-Sounddecoder, dass man wirklich sagen kann, wir können in der Lokomotive einmal vorne
nur die Pfeife hören und das, wenn man Kohle schaufelt oder Kohle lädt oder Wasser nimmt, das hören wir dann nur im Tender hinten und diese Geräusche können wir durch einen Panoramaregler beliebig verstellen. Das sind ja alles Dinge, die kann der Kunde eigentlich heute schon selber für sich nach seinem eigenen Gusto einstellen und justieren an den Modellen. Leider ist aber unser dafür vorgesehener Programmer noch nicht so weit, aber auch da geht es jetzt endlich weiter. Da konnten wir jetzt auch eine Einigung erzielen. Und das einfach mal zu demonstrieren, wie geht es denn, ohne Angst was kaputt zu machen. Ja. Das wird Inhalt dieser Seminare sein, weil, Hagen, ich weiß, du bist Analogbahner. Ich komme aus meiner Kindheit auch ursprünglich noch als Analogbahner raus. Wir wussten, wenn ich den Trafo auftrete, fährt die Lok. Und heutzutage dreht man Trafo auf und es tut sich nichts, ja, wenn man die falsche Adresse hat oder so. Das heißt, man muss da schon im Hinterkopf einfach eine gewisse Struktur haben, ein System. Wie funktioniert es denn eigentlich? Mhm. Erst einmal in der Anwendung. Was kann ich denn alles in der Anwendung auch für mich persönlich einrichten? Und wenn es nur so dumme Geschichten sind, wie programmiere ich eine Adresse um? Man sollte nicht glauben, natürlich sprechen wir da nicht die Cracks an, die rauf und runter quasi alle CVs quasi schon persönlich kennen, ja? Sondern wir sprechen auch die an, die halt relativ neu da auch wieder einsteigen und sagen, ja, was ist denn eine DCC-Adresse eigentlich? Mhm. Ja, und was macht denn die und kann ich denn die irgendwie beeinflussen? Und wenn ich zwei gleiche Lokomotiven habe und die fahren jetzt miteinander, was mache ich denn jetzt? Also auch so einfache grundlegende Themen wird man in den Seminaren behandeln, bis hin zu einem tatsächlichen Expertenwissen, wo man sagt, okay, um jetzt bestimmte Fahreigenschaften oder Sounds dann noch optimaler zu gestalten, so wie ich mir das vorstelle, kann man jetzt folgende Regler bewegen und damit es dann funktioniert. Es ist ein sehr großer Spagat, aber ich denke auch wichtig, dass wir da was anbieten, um die Kunden eben nicht so über Versuch und Irrtum nur an das Produkt ranzuführen, sondern ihnen tatsächlich zu zeigen, mach's mal, probier's mal aus, so geht's. Und dann stellt sich da auch schnell ein Erfolg ein und dann auch Vertrauen. Mhm. Weil das ist das größte Problem. Ich weiß, bei einem analogen Trafo, wenn ich auf Null stelle, ist kein Strom mehr da. Aber bei digital ist der Strom immer da. Ja. Und da die Kontrolle zu behalten, wann passiert denn was und wie kann ich das optimal machen, zum Beispiel auch mal eine Automation. Bei großen Spurweiten, wir haben vorher so ein bisschen über die Regalanlage gesprochen mit dem Dampfkran. Ja, da kann ich über Rückmelder natürlich auch eine gewisse Automation machen. Das ist dann das Betriebsaquarium. Ja? Das ist dann so vielleicht beleuchtet an der Wand entlang und dann fährt eine Lok oder ein Zug oder irgendwas auch selbstständig hin und her und dient vielleicht als indirekte Beleuchtung noch im Wohnzimmer, ja, wenn die Gäste kommen oder in der Praxis oder sonst irgendwo. Das kann man auch machen, aber man muss halt wissen, wie man es einsetzt und wie man das einstellen kann, damit das zuverlässig funktioniert, auf was man Acht geben muss. Und das wollen wir die Produkte haben wir schon seit Jahren. Nur das Wissen haben wir natürlich und auch viele Experten haben es auch, aber es gibt halt auch viele, die immer wieder das neu anwenden wollen und da wirklich Hilfe suchen. Und da wollen wir dann in Ergänzung auch auf unserem YouTube-Kanal dann zusätzliche Technik-Tutorials eben dann veröffentlichen, immer parallel dazu, damit man so als Reminder, wenn man es nicht mehr weiß, mal geschwind daheim nochmal reinschauen kann und sagen, Mensch, wie war jetzt das? Wie komme ich denn auf diese Programmierebene oder wo kann ich was einstellen, wenn es zum Beispiel um das Verstellen von der Lautstärke im Modell geht oder sowas. Also auch das wird dieses Jahr noch passieren mit Seminaren und natürlich auch mit Produktionen, die wir dann machen und dann veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal, dass das parallel läuft. Genau, wenn es soweit ist, Sie erfahren es auf jeden Fall spätestens bei uns im Magazin. Und weil du es gerade angesprochen hast beim Thema Programmer und auch System Control, seid ihr einen ganzen Schritt weiter schon, ja? Ja, die System Control 9, die neue Zentrale, die ist momentan noch in der Abstimmung, in der Endabstimmung. Da hat man schon vieles jetzt im Background gemacht und Tests natürlich, die laufen. Aber wir sind mit den finalen Leistungstests noch nicht ganz durch. Also da sind wir ja immer sehr genau und konsequent, weil wenn man sagt, wir bringen ein Modell raus, was 9 Ampere leistet, dann muss es die 9 Ampere halt dauerhaft auch leisten können und zwar zuverlässig. Und da gibt es dann auch eine Neuheit natürlich mit der Anmeldung DCCA, das ist also eine neue Norm, dass wenn wir eine Lokomotive aufs Gleis stellen, dass die mit der Zentrale spricht und sagt, ich bin jetzt die Baureihe 91, ich habe folgende Funktionen, die sind auf den Tasten belegt, wollen wir fahren, wollen wir spielen, ja, sozusagen. Und dann sagt die Zentrale, ja toll, schön, dass du da bist, ja. Ich habe die Adresse noch frei, ich speichere dich gleich ein und es kann losgehen. Mhm. Ist es natürlich ein bisschen
humorvoll gesagt, aber im Prinzip passiert das technisch bei DCCA. Das heißt, es ist eine bidirektionale Kommunikation. Wenn ich dann ein neues Modell habe und es ist inzwischen in unsere Decoder bereits eingearbeitet und eingepflegt, dieses DCCA-Protokoll heißt es, dass diese Decoder, egal welcher Spurweite, dann letzten Endes mit dieser Zentrale kommunizieren können und ich nicht mehr oder weniger mühsam die Adresse mit den einzelnen Funktionstasten und der Belegung und den Symbolen anlegen muss, sondern das ist dann alles schon abgespeichert im Modell. Das ist jetzt nicht brandneu, das gab es bei Märklin mit MFX, das hat ESO auch schon mit diesem Railcom Plus Format mal gemacht in der Art, aber das DCCA ist deswegen interessant und modern und neu, weil es genormt ist. Und weil alle zentralen Hersteller, die das wollen, und alle Decoder-Hersteller, die das wollen, dann auch nach und nach in ihre Firmware und Software einarbeiten können, sodass man wirklich eine gemeinsame Sprache herstellerübergreifend wieder sprechen kann. Mhm. Und da sind wir auch mit, denke ich, ganz vorne mit dabei, mit der System Control 9 und dann auch mit unserer aktuellen Decoder-Generation, damit das funktioniert und damit man, und übrigens die alten Decoder, im Grunde genommen kann man auch updaten, dass die das dann können. Also die Hardware, es gibt keine neuen Hardware-Anforderungen, dass man sagen müsste, eine Lok vor 3 Jahren kann man nicht mehr auf dieses DCCA-Format bringen, das geht, aber das müssen wir dann bei uns im Werk machen. Da können die Kunden dann einen Update-Service bei uns in Anspruch nehmen. Und beim Programmer ist es so, dass wir da doch irgendwie einige Fragen hatten, die offen waren und auch eine rechtliche Auseinandersetzung diesbezüglich. Da geht es ja doch um Summen und Investitionen. Und das konnten wir jetzt vor knapp 2 Wochen soweit beilegen und da eine Einigung erzielen, sodass wir jetzt auch da frei und rechtssicher weiterentwickeln können, weil das war bisher eigentlich immer so das Thema. Nutzungsrechte, da spielt sehr, sehr viel mit rein. Wenn wir dann ein Produkt auf den Markt bringen, dann darf das ja nicht irgendwie plötzlich jemand Hand heben und sagen, Moment mal, es geht ja nicht. Es ist von mir oder ne? Also das muss man schon aufpassen, Urheberrechte, Nutzungsrechte, das ist jetzt dann geklärt. Das sind jetzt die letzten Schritte, die abzuarbeiten sind und dann kann da auch die Entwicklung wieder frei weitergehen. Und ich freue mich darauf, wenn wir das Produkt dann hoffentlich bald auf eine Zielgerade bringen, weil das wirklich auch weitergedacht ist. Das ist nicht nur für KM1, sondern das ist eben auch für alle Digitalkunden, dieser universelle Programmer, mit dem man dann eben auch andere Marken nutzen, programmieren, Firmware-Updates machen kann, wo man dann Sounds aufspielen kann und so weiter. Das ist schon ein sehr, sehr sinnvolles Tool. Gerade wenn man sich eben in dieser Digitalwelt bewegt und vielleicht auch mal daran denkt, dass man bestimmte Einstellungen abspeichern und archivieren möchte. Das gibt es natürlich schon bei unterschiedlichen Herstellern, herstellerintern, da kann man das schon machen. Sobald man einen anderen Decoder hat, wird es schon wieder schwierig. Und da wollen wir einfach einen größeren Schritt machen jetzt in die Zukunft und sagen, wir können nicht immer nur, wir sind KM1 und ihr seid ESO und ihr seid Märklin und ihr seid Hersteller XY und das geht dann in sich alles ganz wunderbar, was ja vielleicht wirtschaftlich auch gedacht ist, ja, so kauf mein Produkt, dann funktioniert das auch in sich. Und da bin ich persönlich immer ein bisschen anders angehaucht. Ich würde das gerne offener haben. Ich wünsche mir, dass gerade in der digitalen Welt sich irgendwann ein Standard etabliert, den es in Teilen schon gibt, aber halt nie so herstellerübergreifend, dass es einen Programmer geben wird, der so herstellerübergreifend funktioniert, dass ich zumindest die allerwichtigsten Einstellungen gewohnt machen kann und zielsicher navigieren kann und weiß, was ich tue. Auch das wird natürlich dann irgendwann mal so Seminare nach sich ziehen. Mit Sicherheit noch nicht 2024, da denke ich mal, brauchen wir mindestens noch bis nächstes Jahr, was den Programmer angeht. Aber ich denke, das ist so eine Vision von mir, die berechtigt ist und die einfach auch sinnvoll wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kann nur hoffen, dass allen, denen wir es anbieten, da mitzumachen, dann auch mitziehen und nicht auf ihren eigenen Entwicklungen beharren, sondern dass wir tatsächlich da eine gemeinsame Sprache mal hinbekommen, die, egal welche Spurweite das ist, egal welcher Hersteller das ist, egal welcher Decoder da drinnen ist und sonst was, die einfach praktikabel ist und bleibt für die Modellbahn-Szene im Allgemeinen und für den Modellbahner im Speziellen, auch wenn er in seinem stillen Kämmerlein sein Hobby betreibt, mal abends. Ja.
wäre quasi sinnvoll.